Mit dem Zerfall des kommunistischen Jugoslawien kehrte 1991 der Krieg nach Europa zurück. Auch Montenegro, die kleinste der sechs Teilrepubliken, blickte damals einer ungewissen Zukunft entgegen. Das Schicksal des benachbarten Bosnien und des Kosovo blieb Montenegro erspart. Als einzige der Nachfolgerepubliken löste es sich vom ehemaligen Jugoslawien ohne Blutvergießen. Seit 2006 ist Montenegro ein unabhängiger Staat. Seit der Antike erreichen die meisten Besucher Montenegro über das Meer, um die Bucht von Kotor. Mit fast 30 Kilometern ist sie der tiefste Fjord Südeuropas. Viele Jahrhunderte lang war die Bucht Hafen für venezianische Schiffe auf dem Weg in den Orient. Auch die österreichisch-ungarische Monarchie errichtete hier ihren südlichsten Flottenstützpunkt. An diesem Ort der Begegnung von östlicher und westlicher Kultur ist Stevan Kordic geboren und aufgewachsen. Er unterrichtet Mathematik an der Marineuniversität von Kotor und beschäftigt sich leidenschaftlich mit der Fotografie und der Architektur seiner Heimat. Mit dieser Kirche Maria vom Felsen verbinde ich früheste Erinnerungen, denn sie ist die erste, die ich je in meinem Leben betreten habe. Ich war noch klein, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt, als mich mein Großvater Grazia, der im benachbarten Dorf Strp lebte, hierher brachte. Weil es eine meiner ersten Erinnerungen ist, verbindet mich mit dieser Kirche sehr viel, sowohl in familiärer als auch später dann in beruflicher Hinsicht. Für seine Ausstellung Montenegro, Treffpunkt der Religionen und Kulturen, fotografierte Stevan Kordic Sakralbauten wie die katholische Kathedrale St. Trifun oder die orthodoxe Kirche St. Luca, in der früher auf 2 Altären katholische und orthodoxe Messen gefeiert wurden. Wenn es um die Frage der Identität geht, meine Familie gehört väterlicherseits der serbischen Nationalität an, von Seiten der Mutter der kroatischen. Wenn man also wie ich aus einer gemischten Familie kommt, dann sagt man, ich bin in erster Linie ein Bukel. Das heißt, ich gehöre zur Region der Bucht von Kotor. Ich erlebe diese Gegend als etwas Vorrangiges. Alles andere kommt später. Hinter der Küste erheben sich mächtig die schwarzen Berge, die dem Land seinen Namen gaben, Montenegro. Ein steiniges, karges Land. Der Einfluss des katholischen Europa blieb auf die Küste beschränkt. In den Bergen regierten slawische Stämme, die dafür berühmt waren, sich niemandem zu unterwerfen. Ein wildes Land. Im Mai 2006 kam es zum Referendum über die Unabhängigkeit Montenegros. Premierminister Milo Djukanovic. Dieses Bild spiegelt unser Glücksgefühl wider, als wir die ersten Ergebnisse der Volksabstimmung erfuhren und die Gewissheit hatten, die magische Grenze von 55% der Stimmen erreicht zu haben. Etwas mehr als die Hälfte der rund 600.000 Einwohner hatte sich für ein unabhängiges Montenegro ausgesprochen. Knapp 45% waren für den Verbleib in der serbisch-montenegrinischen Staatenunion. Allen Befürchtungen, die ein Scheitern des neuen Staates voraussagten, zum Trotz, erklärte die Regierung Djukanovic Montenegro am 3. Juli 2006 für unabhängig. Die Verlierer des Referendums akzeptierten dies. Konflikte blieben aus.
Zum Glück zeigte sich, dass wir recht hatten. Das Volk hat uns vertraut und unser Konzept unterstützt. Aber was am wichtigsten ist, es gab nach der Unabhängigkeit keine Risiken mehr. Montenegro blieb stabil und wir leben von Tag zu Tag besser. Montenegros Bevölkerung ist ethnisch und religiös stark gemischt. Montenegriner, Serben, Albaner, Bosniaken und Kroaten, Orthodoxe, Muslime und Katholiken leben in engem Miteinander. Die Vielfalt der Volksgruppen ist mittlerweile Imageträger für das junge Fremdenverkehrsland, wie hier beim Fisherman's Festival in der Altstadt von Budva, organisiert von Tijana Kotorac. An das wilde Montenegro von einst erinnert nur mehr der Tourismus-Slogan Wild Beauty. Diese Geschichten, die manchmal über Montenegro erzählt werden, auch über andere Gebiete des ehemaligen Jugoslawien, über den ganzen Balkan, sind eine Herausforderung. Vielleicht sollte man diese Vorstellungen sogar etwas anheizen und betonen, dass dies der Balkan ist. Dass wir auf der einen Seite durch unsere Traditionen interessant sind, auf der anderen Seite aber auch modern und zeitgemäß denken, besonders in den letzten Jahrzehnten. Jeder, der mit Vorurteilen hierher kommt, verlässt Montenegro mit einer völlig anderen Sichtweise und einem anderen Bild als dem, das er sich vorher gemacht hat. Im Oktober 2007 unterschrieb Montenegro ein Abkommen mit der EU als ersten Schritt einer zukünftigen Mitgliedschaft. Damit ist es seinem großen Bruder Serbien voraus. Das Wichtigste ist für mich, dass wir zeigen konnten, unsere Unabhängigkeit war nur zu erlangen, indem wir die hohen europäischen Standards erfüllen und die innere Stabilität wahren. Wir haben in Montenegro im Unterschied zu allen ex-jugoslawischen Republiken, die leider durch den Krieg gehen mussten, den Frieden bewahrt. Wir haben in Montenegro die Multiethnizität erhalten, und zwar in einer sehr schlimmen Zeit, als um uns herum überall religiöse und nationale Auseinandersetzungen wüteten. Wir haben Montenegro erneut in die Unabhängigkeit geführt. Wir haben es ermöglicht, eine eigene und europäische Zukunft zu kreieren. An einer europäischen Zukunft arbeitet auch der Hotel- und Reiseagenturbesitzer Branko Casanegra, ein Mann zwischen Tradition und Moderne. Es ist sehr einfach und simpel. Empfange den Gast im Hotel, im Restaurant, am Strand, genauso wie du einen Freund daheim empfängst und alles wird in Ordnung sein. Seit der Unabhängigkeit ist die Zahl der Touristen auf über 1 Million Besucher im Jahr gestiegen. Montenegro zählt heute pro Kopf so viele ausländische Gäste wie Frankreich. Eine Herausforderung für das Land. Wir hatten schon seit dem 14. Jahrhundert Selbstverwaltung, eine eigene Republik unter dem Patronat von Venedig. Sie hieß Pastrowska. Dann, nach dem Fall Venedigs, waren wir 100 Jahre unter dem Patronat der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ich habe mich für die Unabhängigkeit Montenegros entschieden, weil ich über mein Schicksal selbst entscheiden wollte. Das heißt, ich wollte das in meinem Staat tun. Branko ist einer der bedeutendsten Tourismusmanager der Region Budva. Dennoch findet er Zeit für seine Leidenschaft, das Fischen in der Bucht von Petrovac. Wie seine männlichen Vorfahren, sie alle waren Fischer. Ja, se osjećam više
Ich empfinde mich viel mehr als Familienvater, wenn ich eine Cachetta, eine Kiste mitbringe, also eine Kiste voller Fische, und sie auf den Tisch stelle. So sehe ich mich stärker als Familienerhalter, als wenn ich Geld mit nach Hause bringe. Ein Urlaubsdomizil für höchste Ansprüche, das ehemalige Fischerdorf Sveti Stefan bei Budva. Hier arbeitet Tijana Kotorac als Managerin. Keine Selbstverständlichkeit in Montenegros patriarchalisch geprägter Gesellschaft. Was das Verhältnis zu meinem Mann und meiner Familie, meiner Tochter betrifft, so ist auch bei mir der Kampf für die Emanzipation der Frau in der montenegrinischen Familie ständig ein Thema, auch wenn es nicht so aussehen mag und auch wenn ich wahrscheinlich emanzipiert wirke. Trotz Beeinflussung durch moderne Werte, mit denen sie in der Tourismusbranche ständig konfrontiert ist, hält Tijana wie fast alle Montenegrinerinnen an der traditionellen Slava-Feier fest, bei der der jeweilige Familienheilige im Kreis der Verwandtschaft geehrt wird. Die Familie ist ein Zufluchtsort. Sie ist immer da, wenn ich es schwer habe. Und wenn ich glücklich bin, dann kann ich es auch mit der Familie teilen. Obwohl ich sehr viele Freunde, gute Freunde um mich habe, bin ich mit niemandem so eng verbunden wie mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und ich hoffe, in Zukunft auch mit meiner Tochter. Das Schlagwort vom wilden Montenegro war nicht immer so unschuldig wie heute. 1991 wurde das kroatische Dubrovnik von montenegrinischen Einheiten der jugoslawischen Volksarmee beschossen. 2003 montierte Kocher Pavlovic Fernsehaufnahmen von damals zu einer filmischen Anklage. Seit 2 oder 3 Jahren zeige ich diesen Film hier in Montenegro. Hauptsächlich in kleinem Rahmen an Schulen und so weiter. Die Reaktionen sind sehr verschieden. Diese jungen Menschen reagieren normalerweise überrascht und sogar mit Scham. Man merkt auch eine gewisse Aggressivität, die sich gegen die Ereignisse jener Zeit richtet. In gewisser Weise, ich möchte fast sagen, gegen dieses Erbe, das ihnen auferlegt wurde. Ich denke, dass es unsere Aufgabe und Pflicht ist, über diese geschichtlichen Vorgänge zu reden. Den Grund dafür kennen wir alle. Oft wurden uns die historischen Ereignisse nur in Bruchstücken präsentiert, ohne dass wir die Zusammenhänge verstehen. In Dubrovnik kämpfte die montenegrinische Führung an der Seite von Slobodan Milošević, dessen Familie aus Montenegro stammt. Von den Medien damals stark manipuliert, wollen die meisten Soldaten bis heute nicht über ihre Erfahrungen sprechen. Die Medien haben die Notwendigkeit eines Präventionskrieges gepredigt. Dabei entstand auch dieser Slogan »Krieg für den Frieden«. Wir, also Montenegro, hat angeblich Dubrovnik nicht angegriffen, um es zu erobern, sondern um den Frieden zu erkämpfen. Wir zeigten dort unsere Bereitschaft zu plündern, sinnlos zu zerstören, Zivilisten zu töten. Da beginnt die Geschichte, die uns dazu zwingt, unsere Vergangenheit in einem ganz anderen Licht zu sehen. Montenegros Verbündeter von Milošević war der damals 29-jährige Milo Đukanović. Aus unseren Schulbüchern haben wir gelernt, wie mühsam unsere Vorfahren kämpfen mussten, um eine Gemeinschaft der südslawischen Völker zu schaffen. Die Auflösung Jugoslawiens hat mich daher sehr hart getroffen. Milo
1991 standen der junge Premierminister Djukanovic und der Machthaber in Belgrad, Milosevic, noch Seite an Seite. Später wurden sie Todfeinde. Man könnte sagen, dass wir einige Jahre lang versucht haben, gut zusammenzuarbeiten. Die Rhetorik von Milosevic hat auf jeden Fall, zumindest am Anfang, Hoffnungen erweckt. Sie klang entschlossen, Jugoslawien aus der viel zu lange anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Krise herauszureißen. Podgorica, die Hauptstadt des Landes, eines der kleinsten Europas, gibt sich heute selbstbewusst und modern. Die Menschen in dem jungen Staat stehen vor der Aufgabe, ihre Identität neu zu definieren. Auf welche Traditionen sie sich dabei stützen wollen, gilt es noch herauszufinden. Wir müssen eine neue Identität aufbauen, die uns hilft, uns in der Welt des 21. Jahrhunderts in Europa zurechtzufinden. Wir sollten versuchen, unseren kleinen Platz wahrzunehmen. Denn wir brauchen keinen großen, wir sind klein und benötigen nicht viel. Das ist die ganze Weisheit. Das könnte ein Konzept unseres Erfolges sein. Stari Bar, der alte Teil der Hafenstadt Bar, liegt wenige Kilometer von der Küste entfernt im Süden des Landes. Neben der byzantinisch-orthodoxen und der römisch-katholischen Kultur findet man hier auch das Erbe des Osmanischen Reiches. Fast ein Fünftel der Bevölkerung Montenegros sind Muslime. Sulio Mustafic ist Journalist und Vorsitzender der Islamischen Gemeinschaft von Bar. Seine Familie lebt hier seit vielen Generationen. Ich war 6 Jahre in Novi Sad, 1 Jahr in Sarajevo, mehrere Monate in Amerika und in anderen Ländern der Welt, aber immer wieder kam ich zurück ins alte Bar. Das ist für mich der schönste Platz auf der Welt. Diese Altstadt ist ein Teil von mir, ein untrennbarer Teil, mit dem ich so eng verbunden bin wie mit dem Bedürfnis nach Schlaf oder nach Essen. Mit dem Zusammenbruch der osmanischen Herrschaft wurde die Stadt 1878 Teil Montenegros. Weiterhin jedoch lebten hier Moslems und orthodoxe und katholische Christen miteinander. Ich erinnere mich, mein erster Besuch in der Moschee war auch meine erste Begegnung mit der Kirche. Beim Gebet hatte ich die Mauern der Altstadt und die Türme der katholischen Kirche vor Augen. Damals wusste ich nicht, dass es eine katholische war. Ich wusste nur, dass es der Turm einer Kirche war. In unserer Familie hat man uns nicht beigebracht, zwischen den Religionen zu unterscheiden. Wir unterschieden uns nur dadurch, dass wir uns über andere Feiertage freuten. Hier haben sich Religionen, Kulturen, Traditionen und Völker so vermischt, dass niemand von uns nur eine Identität hat. Es gibt mehrere Identitätsschichten in jedem Menschen. Von der Nationalität her bezeichne ich mich als Bosniake, von der Religion als Moslem bzw. als Angehöriger des islamischen Glaubens. Allerdings kommt mir vor, dass diese religiöse Identität in mir viel stärker ist. Wahrscheinlich, weil das Religiöse am tiefsten im Menschen ruht. Thank you.
Touristen gilt Montenegro heute als Entdeckung. Vor allem die von der UNESCO geschützte Altstadt von Kotor ist Treffpunkt für Gäste aus aller Welt. Für die Bewohner Kotors, vor allem für jene aus alteingesessenen Familien, bedeutet das Leben inmitten der geschichtsträchtigen Mauern Teil ihres Selbstverständnisses als weltoffene städtische Bürger. Ich bin der Ansicht, dass es ein großes Privileg ist, in Kotor zu leben. Denn gerade dieses reiche Kulturerbe hier ist die Basis dafür, um Verbindungen mit anderen Kulturzentren zu erkennen. So können wir begreifen, dass ein Teil der eigenen Identität nicht nur in der Stadt begründet ist, in der man geboren wurde, sondern es immer eine Verbindung zu großen Kulturzentren gab. Das ist die Eintrittskarte für dieses Verständnis. Die Sozialistische Volkspartei, SNP, führte als größte pro-serbische Opposition im Land den Widerstand gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen an. Sie hielt dem wegen Kriegsverbrechen angeklagten Slobodan Milošević bis zu dessen Sturz im Oktober 2000 die Treue. Doch nach der Niederlage beim Unabhängigkeitsreferendum setzte unter der neuen Führung Srđan Milić ein radikaler Prozess der Umorientierung ein, hin zu einer pro-europäischen Partei. Srđan Milić, seit 2006 Vorsitzender der SNP, fährt oft nach Vir Pazar, dem Ort seiner Kindheit. Das kleine Fischerdorf liegt am Skutari-See, der die Grenze zu Albanien bildet und von vielen wegen seiner landschaftlichen Schönheiten und seines Artenreichtums geschätzt wird. In dem beschaulichen Ort wird der Herr Parteivorsitzende ganz privat. Mein verstorbener Großvater hatte einen Friseurladen und der befand sich im Zentrum von Vir Pazar. Ich hatte nie das Talent zum Friseur, doch ich habe da gesessen und mir Geschichten angehört, wie der Ort und die Region in der Vergangenheit waren. Ich bin kein Konservativer, ich bin keiner, der all das, was in der Vergangenheit geschehen ist, für richtig hält. Doch ich fürchte, dass ein Volk, das seine Vergangenheit nicht kennt, auch keine Zukunft hat. Im Pelikan, dem Restaurant seines Onkels, pflegt man Tradition. Gäste werden hier mit örtlichen Spezialitäten bewirtet. Diese Produkte werden im Dorf Ostros hergestellt, das ganz in der Nähe liegt. Dort leben hauptsächlich Albaner. Der Honig kommt aus Gebieten, wo Serben und Montenegriner leben. Vielleicht ist das der richtige Wegweiser, wie Montenegro vereint werden kann. Es wird durch das Angebot seiner Nahrung vereint und da gibt es keine Politik. Der Weg in Montenegros Unabhängigkeit begann 1997, als Premier Djukanovic mit Milošević sprach und offen gegen dessen Politik auftrat. Es gelang ihm, die Führung der Regierungspartei auf seine Seite zu bringen. Mit Hilfe der albanischen und bosniakischen Minderheiten wurde er im selben Jahr mit knappem Vorsprung zum Präsidenten der montenegrinischen Teilrepublik gewählt. Es gibt gar keinen Zweifel, dass Milošević und sein Apparat in mir so etwas wie einen Motor für die emanzipatorischen Ideen Montenegros in Richtung völliger Unabhängigkeit erkannten. Er hatte sicherlich die Vorstellung, mit mir auf die gleiche Weise abzurechnen, wie er und sein Regime es üblicherweise mit politischen Gegnern in Serbien taten.
Die Milosevic-treuen Kräfte wollten die Entscheidung nicht einfach hinnehmen. Am Tag vor der Angelobung Djukanovics, am 14. Jänner 1998, versuchten sie, das Regierungsgebäude in Podgorica zu stürmen. Die Aktion schlug fehl, die Polizei stellte sich auf die Seite von Djukanovic. Die jugoslawische Armee griff nicht ein. Seine Distanzierung von der serbischen Führung machte den neuen Präsidenten im Ausland zum Star, zum Vorkämpfer einer Wende in Serbien-Montenegro, zum Verfechter ethnischer Toleranz und zum Verbündeten gegen den Feind Milosevic. Auch für Koča Pavlović bedeutete die Veränderung die Chance für einen neuen Weg. Er beendete seine journalistische Tätigkeit, um sich voll seinen politischen Visionen widmen zu können. Ich bin ganz sicher, dass es unmöglich ist, im gleichen Körper die Seele eines Politikers und eines Journalisten zu vereinen. Meiner Meinung nach sind diese zwei Seelen in ständigem Interessenskonflikt. Es ist nur möglich, Politiker oder Journalist zu sein. In dem Moment, in dem ein Journalist Politiker wird, muss er aufhören, Journalist zu sein. Unwegsamer Berge liegt die alte Hauptstadt Cetinje, deren Kloster Sveti Petar jahrhundertelang das spirituelle Zentrum des Landes war. Im 19. Jahrhundert schlug hier auch das politische Herz Montenegros. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Dies ist The Book of Knige, das Buch der Bücher von einer der bekanntesten Organisationen Europas aus Cetinje in Montenegro. Wenn Sie von uns noch nichts gehört haben, ist das ein Fehler. Es gibt einen schönen Satz, den mein Freund gesagt hat, als man ihn fragte, wie geht es dir? Er sagte, ich bin verrückt genug, um hier normal zu sein. Das ist ungefähr das, was den hiesigen Geisteszustand widerspiegelt. In Fernseh- und Radioshows rühren The Books of Knige mit surrealem Spott an Tabuthemen, auch am Patriotismus der Montenegriner. Wisst ihr, dass der letzte montenegrinische König, König Nikola, das heißt, als Montenegro seine Unabhängigkeit im Jahr 1918 verlor, das heißt, er regierte damals, wisst ihr, dass König Nikola viele, viele Töchter hatte? Er hatte eine große Familie und er hat sie alle verkauft, verheiratet an europäische Höfe. Wisst ihr das? Montenegro war von 1878 bis 1918 ein eigener Staat. Klein, arm, aber unabhängig und von den Großmächten anerkannt. König Nikolas diplomatisches Geschick sicherte ihm gute Verbindungen zu den Herrscherhäusern Europas. Cetinje sah sich als Hauptstadt, ebenbürtig mit Wien, Paris oder St. Petersburg. Vor allem sind wir Montenegriner. In diesem Staat gibt es verschiedene Nationalitäten und bei Gott am meisten Montenegriner. Europas Großmächte richteten im damals nicht einmal 3000 Einwohner zählenden Cetinje 13 Botschaften ein, die zusammen mit den Regierungsgebäuden das Stadtbild beherrschten. Eine englische Reisende beschrieb den Ort Anfang des 20. Jahrhunderts als Puppenstadt, mit der noch niemand gespielt hat. Was lieben wir eigentlich wirklich an Cetinje? Gerade diese Kontraste, die diese Stadt hat, das, was in der Geschichte das Zentrum Montenegros war. Eine alte Residenzstadt mit all den Attributen, die diesen Namen begleiten, Botschaften und andere Institutionen, die dazugehören. Vielleicht hätten sie ein Interview mit anderen Leuten machen sollen. War doch ein kompletter Fehler, uns auszusuchen.
Das Durmitor-Gebirge im Norden Montenegros war während des Zweiten Weltkrieges ein heiß umkämpftes Gebiet. Zentrum der Partisanen. 2006 stimmten hier die meisten Menschen für den Verbleib im gemeinsamen Staat mit Serbien. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte praktisch keine Staatsgewalt die abgeschiedene Bergwelt Montenegros. Die Bevölkerung war in Clanstrukturen organisiert. Die Familie Bojovic gehörte zum Clan der Bojovici. Bis heute lebt ein Teil der Familie von einer kleinen Landwirtschaft und von der Jagd. Sohn Radovan besitzt ein Hotel im Nationalpark Durmitor. Er ist brav. Er ist der Beste meiner Kinder. Ich habe 7. 7. Für mich ist er der Beste und der Liebste. Was hattest du für ein Leben, Mama? Überhaupt keines. Schwarz und, oh mein Gott, traurig. Aber meine Kinder. Meine Kinder waren brav. Das ist das Einzige, was mich gerettet hat. Sie waren brav und lernten gut. Sie fragen dich, Mama, ob Papa dir treu war? Nein, bei Gott nicht. Er ging gerne zu den Frauen, zu den Mädchen, als er jünger war. Aber jetzt ist er krumm geworden. Veljko Bojovic, ältestes Familienmitglied, berühmt für seine Schießkünste, kämpfte im Zweiten Weltkrieg auf Seite der Partisanen. Die Jagd ist für mich etwas Großartiges. Siehst du, ich nehme auch jetzt mit 82 Jahren das Gewehr, gehe auf die Jagd und erlege Wölfe. Erst vor ein paar Tagen bin ich einem begegnet, aber er entkam mir. Vor 2 Jahren, oben auf der Wiese, da schoss plötzlich dieser Wolf hervor. Und ich verfolgte ihn so lange, bis ich ihn hatte. Er war 75 Kilo schwer. Die mit den Hüten sind beinahe alle Mitglieder der Familie Bojovic, bis auf 2 Fremde. Also dieser hier ist Boško Bojovic. Er war ein Freischärler, ein ganz gefährlicher Freischärler. Radovan Bojovic blickt in die Zukunft und setzt mit seinem Hotel auf internationale Gäste. Wintersport und Wandertourismus stecken noch in den Anfängen, aber er sieht gerade in der Ursprünglichkeit der Landschaft und ihrer Bewohner einen Anziehungspunkt für Feriengäste. Und was die Vergangenheit betrifft, so gibt es immer noch das Familienbuch des Bojovic-Clans mit meterlangem Stammbaum. Nun, ich bin doch irgendwie stolz auf dieses Buch. Seit dem Jahr 1500 steht hier alles geschrieben, wie sich unsere Vorfahren abquälten, für die Freiheit kämpften, dieses Gebiet besiedelten, überlebten und während der Kriege gegen die Türken, Österreich-Ungarn und im Zweiten Weltkrieg kämpften. Das ist eine echte montenegrinische Kappe. Mein Vater trug sie 80 Jahre lang und auch mein Großvater und Urgroßvater. Und ich jetzt. Wenn ich sterbe, möchte ich die aufhaben. Und nicht die von Milo Djukanovic und seiner Gruppe aus Podgorica. Für diese Kappe haben wir gekämpft. Sowohl die Serben als auch die Montenegriner. Nach dem Motto, nur die Eintracht rettet die Serben. Wir sind alle in gewisser Weise Orthodoxe. Gleichzeitig fühle ich mich als Serbe, aber es kann mir auch keiner nehmen, dass ich ein Montenegriner bin. Kälte,
Meterhoher Schnee und schlechte Straßen isolieren die Dörfer im Norden von der Außenwelt. So auch das Dorf Mala Crna Gora, Klein Montenegro, wo Obrad Mumin mit Frau, Sohn und Schwester lebt. Einst gab es hier 70 Einwohner und jetzt um die 20, höchstens 25. Mehr überwintern hier nicht. Alles Großväter und Großmütter und adieu, auf Wiedersehen, niemand mehr da, keine lebende Seele. Der kurze Sommer dient den Vorbereitungen für den harten Winter, der hier 6 Monate dauert. Einige Tiere werden geschlachtet, das Fleisch geräuchert und gepökelt, das selbstgezogene Gemüse eingelagert. Im Sommer ist es schön, im Winter eiskalt und gefährlich. Hart ist der Winter. Es fällt viel, viel Schnee. Wir versorgen uns mit allem. Wir bringen die Vorräte ins Haus, bringen alles in Ordnung. Das geht schon irgendwie. Es geht, aber wenn du nicht vorgesorgt hast, kein Futter für das Vieh und keine Lebensmittel, dann kannst du nicht leben. Als sie noch Kinder waren, verloren Obrad Mumin und seine Schwester die Eltern. Zum Beispiel das Fleisch hier, das ist vom Vorjahr. Wir haben es geräuchert und jetzt schneiden wir immer ein wenig ab und essen es. Und hier haben wir Kraut vorbereitet. Das ist schon eingesäuert. Bei Gott, das wird man bald essen können. Das sind alles unsere eigenen Erzeugnisse. An den Vater können wir uns nicht erinnern, an die Mutter ein wenig. Wir haben uns alleine um uns gekümmert. Und wenn du glaubst, dass uns etwas geblieben ist, täuschst du dich. Nur ein paar Hütten, auch keine Tiere. Und wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Eigentlich müsste die Arbeit ja geteilt werden. Aber bei uns wird wahrlich nichts geteilt. Ich mache sogar mehr Männerarbeiten als er. Und er macht keine Frauenarbeiten. Da hast du es. Wir stricken viel im Winter, weißt du? Im Sommer haben wir keine Zeit dazu. Im Winter schalten wir dann den Fernseher ein, nehmen die Nadeln oder auch die Spindel. Bei Gott, wir haben noch so eine mit Fußantrieb. Wir spinnen, wir stricken, Socken, Pullover. Früher wurde gewebt. Man ist 6 Monate abgeschnitten und kommt nicht nach Žabjak. Nur deswegen wollen wir eines Tages von hier weg. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, dann musst du hier sterben. Du kommst zu keinem Arzt. Die Abwanderung aus dem Norden wird kaum aufzuhalten sein. Die höheren Klassen der Schule im Dorf Njegovuja, die auch Radovan Bojovic besuchte, sollen demnächst geschlossen werden, weil die Schüleranzahl zu gering ist. Die Bewohner wehren sich. Es ist unmöglich für diese Kinder, dass sie in eine andere Schule gehen. Denn auch in die hier kommen sie nur mit großen Anstrengungen. Wegen der klimatischen Bedingungen dürfen die höheren Klassen dieser Schule nicht abgeschafft werden. Hier gibt es im Winter viel Schnee und Stürme. Wir werden darauf bestehen, dass die Kinder nicht in eine andere Schule geschickt werden. Die Auflassung der Schule wäre nicht nur wegen der Kinder schlimm. Es käme auch zu einer weiteren Abwanderung der sowieso schon geringen Bevölkerung aus dieser Gegend. Ja.
der wilde Norden. Er ist auch heute noch die ärmste Region Montenegros, trotz seiner Schönheit. Aber auch hier ist Tourismus ein Hoffnungsträger. The wild beauty Montenegro. Anyway, you see, is, die wilde Schönheit Montenegros ist jedenfalls Realität. Denn durch Jahrhunderte gab es in diesem Gebiet viel Gewalt und Kriege. Das hat die Menschen stark gemacht für den Überlebenskampf unter diesen schlechten Bedingungen. Ich arbeite für den Tourismus und ich glaube, dass dadurch meine Seele weicher geworden ist. Mit ihrem Camp in den Bergen um Kolašin setzen Miki Bulatović und sein Vater auf Individualtourismus. Die meisten Menschen, die hierher kommen, lieben die Berge über alles. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie suchen etwas, das sie in ihrer eigenen Heimat nicht finden. Sie essen unsere traditionellen Speisen. Alles, was wir anbieten, wurde auf unserem Hof hergestellt, daheim am Tara-Fluss und hier. So ziehen junge Montenegriner aus dem Norden weiter an die Küste. Und ausländische Besucher ziehen in die nachgebauten Schlittenhütten, in denen sich Hirten einst vor den Wölfen schützten. Nun, der Tourismus hat wie alles im Leben gute und schlechte Seiten. Die schlechte ist, dass dadurch viele Sitten und Gebräuche eingeführt wurden, die der Tradition Montenegros nicht entsprechen. Obwohl Branko Casanegra selbst zu den Tourismusgewinnern zählt, bedauert er den Verkauf von Grund und Boden an ausländische Investoren. Diesen Satz habe ich als einen der ersten von meinem verstorbenen Vater gehört, der einen Teil seines Lebens in Amerika verbrachte. Dort hat er schwere Arbeiten verrichtet, um hier Grund und Boden für uns kaufen zu können. Als ich ihn fragte, warum er das tat, hat er gesagt, wer seine Erde verkauft, verkauft die Freiheit. Ich glaube fest daran, dass das so ist. Aus ganz Europa kommen seit 2006 vermehrt Investoren. Russen, Iren, Briten. Manche sehen darin einen Ausverkauf und beschuldigen die Regierungspartei unlauterer Machenschaften. Ich muss gestehen, unabhängig davon, wie Herr Djukanovic auf jemanden anderen wirkt, sein Ziel war immer klar, persönliche Bereicherung. Sein Ziel war nicht ein unabhängiges Montenegro. Das ist nur ein Nebenprodukt von dem, was er seit 1997 bis zum heutigen Tage geplant hat. In Ulcinje, der südlichsten Stadt des Landes, leben vorwiegend Albaner. 1999 beherbergte Montenegro hier tausende kosovo-albanische Flüchtlinge. Der Krieg in der Nachbarprovinz wurde für Montenegro zum gefährlichsten Moment im Prozess der Loslösung von Jugoslawien. Djukanovic beschloss, neutral zu bleiben und zehntausende Flüchtlinge aufzunehmen. Die Anspannung war hoch. 7000 jugoslawische Soldaten unter Belgrads Kommando waren im Land stationiert. Ihnen gegenüber standen 10.000 bis 15.000 montenegrinische Polizisten, darunter gut bewaffnete Spezialtruppen.
Uns war sehr wohl bewusst, dass die Aufnahme so vieler kosovo-albanischer Flüchtlinge in Montenegro neben vielen anderen Risiken auch das einer Vergeltung von Milosevic gegen unser Land trägt. In der Tat hat Milosevic ja auch einige Male versucht, die jugoslawische Armee für Übergriffe gegen die kosovo-albanischen Flüchtlinge, die nach Montenegro kamen, zu instrumentalisieren. . 2006 hat Montenegro die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft. Von 63 Panzern, die der neue Staat von der gemeinsamen Armee mit Serbien erhalten hatte, wurden 62 zerstört. Den letzten Panzer stellte man ins Museum. Am Sandstrand von Ulcinje herrscht nur im Sommer buntes Treiben. Dann wird die kleine Stadt von Urlaubern aus dem Kosovo überflutet, den einstigen Flüchtlingen. Die Flüchtlinge aus Kosovo, unsere Brüder, wir sind ein Wurzel, ein Blut, kamen hier und die wurden empfangen in ganzen Familien hier in Ulcinje. In jedem Haus, in jeder Moschee, in jeder Bank, besonders in die Altstadt, von wo ich komme. Sie müssen es vorstellen, wie es war hier bis 1990er, als hier die ganze Europa war. Also fast über 7 Monate hatten wir fremde Gäste aus der ganzen Welt. Und das ist das, was war ein Paradies. Wir haben jetzt zwar Gäste von Serbien, von Kosovo überwiegend kommen bei uns. Also die ehemaligen Flüchtlinge kommen jetzt als Touristen. Aber das reicht nicht, um ein normales Leben zu führen. Als Albaner, wir sind 85% hier. Wir haben ja im Referendum gesagt, das bedeutet, wir haben sehr viel gegeben, die Stadt Montenegro unabhängig von Serbien zu sein. Und deswegen sind wir nicht zufrieden, dass wir nichts das bekommen haben, was uns versprochen wurde. Versprochen wurden mehr garantierte Sitze für Albaner im Parlament. Ein entsprechender Paragraph des Minderheitenschutzgesetzes wurde jedoch nach dem Referendum für verfassungswidrig erklärt und gestrichen. Heute kämpft Ismet Karamanaga für die Anerkennung der Altstadt von Ulcinje als UNESCO-Weltkulturerbe. Die Geschichte ist sehr reich von alten Römern, von Venezianern, von Serben, also Slawen, sagen wir, die kamen im 7. Jahrhundert. Dann Osmanen kamen hier, Venezianische Republik später und so weiter. Und durch die Geschichte hat es gezeigt, dass die Bevölkerung hier könnte in einem Zusammenleben, so wie heute. Ein Harmonie, ein Beispiel, die nirgends in der Welt gibt. Der Großteil der Minderheiten im Land teilt diese Auffassung und ist stolz auf Montenegros Tradition interethnischer Toleranz. Auch Suljo Mustafić aus Bar, das nur wenige Kilometer nördlich von Ulcinje liegt. Der Reichtum liegt in der Vielfalt. Dies ist ein Balkan im Kleinen. Alles, was man im Bar findet, gibt es auf dem gesamten Balkan. Hier ist alles konzentriert. Zum Glück gab es seit fast 1000 Jahren keine ernsthaften Konflikte zwischen der Bevölkerung in Bar. Auf seinem Weg in die Unabhängigkeit ist es dem kleinen Montenegro gelungen, so manche gefährliche Stromschnelle zu meistern, nicht zuletzt wegen des Zusammenhalts und der gegenseitigen Achtung seiner Volksgruppen. Eine Erfolgsgeschichte in einem Land, das einst für Blutrache und Partisanen berüchtigt war. Mein größter Wunsch war, den ganzen Fluss zu durchreisen. Als ich ein Kind war, wusste ich nicht, wie lang die Tara war. Und damals gab es natürlich noch kein Rafting. Es gab also keine Möglichkeit, den Fluss zu bezwingen, außer zu schwimmen. Als ich ein Teenager war, begannen mein Vater und ich mit der Geschäftsidee der Rafting-Tours am Tara-Fluss. Und seither habe ich ihn mehr als 100 Mal befahren.
ist der längste Fluss in Montenegro und bildet nach dem Grand Canyon die zweitlängste Schlucht der Welt. Ein weiteres Geheimnis dieses kleinen Landes, das es nun auch mit immer mehr Gästen aus aller Welt teilt. Ich könnte ohne diesen Fluss nicht leben. Oder einfacher gesagt, die Tara fließt durch meine Venen. Ich gehöre zu diesem Fluss und er gehört zu mir. Verbindung zu großen Kulturzentren gab. Das ist die Eintrittskarte für dieses Verständnis. Die Sozialistische Volkspartei, SNP, führte als größte pro-serbische Opposition im Land den Widerstand gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen an. Sie hielt dem wegen Kriegsverbrechen angeklagten Slobodan Milošević bis zu dessen Sturz im Oktober 2000 die Treue. Doch nach der Niederlage beim Unabhängigkeitsreferendum setzte unter der neuen Führung Srđan Milić ein radikaler Prozess der Umorientierung ein, hin zu einer pro-europäischen Partei. Srđan Milić, seit 2006 Vorsitzender der SNP, fährt oft nach Vir Pazar, dem Ort seiner Kindheit. Das kleine Fischerdorf liegt am Skutari-See, der die Grenze zu Albanien bildet und von vielen wegen seiner landschaftlichen Schönheiten und seines Artenreichtums geschätzt wird. In dem beschaulichen Ort wird der Herr Parteivorsitzende ganz privat. Mein verstorbener Großvater hatte einen Friseurladen und der befand sich im Zentrum von Vir Pazar. Ich hatte nie das Talent zum Friseur, doch ich habe da gesessen und mir Geschichten angehört, wie der Ort und die Region in der Vergangenheit waren. Ich bin kein Konservativer. Ich bin keiner, der all das, was in der Vergangenheit geschehen ist, für richtig hält. Doch ich fürchte, dass ein Volk, das seine Vergangenheit nicht kennt, auch keine Zukunft hat. Pelikan, dem Restaurant seines Onkels, pflegt man Tradition. Gäste werden hier mit örtlichen Spezialitäten bewirtet. Diese Produkte werden im Dorf Ostros hergestellt, das ganz in der Nähe liegt. Dort leben hauptsächlich Albaner. Der Honig kommt aus Gebieten, wo Serben und Montenegriner leben. Vielleicht ist das der richtige Wegweiser, wie Montenegro vereint werden kann. Es wird durch das Angebot seiner Nahrung vereint. Meine Seele weicher geworden ist. Mit ihrem Camp in den Bergen um Kolašin setzen Miki Bulatović und sein Vater auf Individualtourismus. Die meisten Menschen, die hierher kommen, lieben die Berge über alles. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie suchen etwas, das sie in ihrer eigenen Heimat nicht finden. Thank you.
Sie essen unsere traditionellen Speisen. Alles, was wir anbieten, wurde auf unserem Hof hergestellt, daheim am Tara-Fluss und hier. So ziehen junge Montenegriner aus dem Norden weiter an die Küste. Und ausländische Besucher ziehen in die nachgebauten Schlittenhütten, in denen sich Hirten einst vor den Wölfen schützten. Nun, der Tourismus hat wie alles im Leben gute und schlechte Seiten. Die schlechte ist, dass dadurch viele Sitten und Gebräuche eingeführt wurden, die der Tradition Montenegros nicht entsprechen. Obwohl Branko Casanegra selbst zu den Tourismusgewinnern zählt, bedauert er den Verkauf von Grund und Boden an ausländische Investoren. Diesen Satz habe ich als einen der ersten von meinem verstorbenen Vater gehört, der einen Teil seines Lebens in Amerika verbrachte. Dort hat er schwere Arbeiten verrichtet, um hier Grund und Boden für uns kaufen zu können. Als ich ihn fragte, warum er das tat, hat er gesagt, wer seine Erde verkauft, verkauft die Freiheit. Ich glaube fest daran, dass das so ist. Aus ganz Europa kommen seit 2006 vermehrt Investoren. Russen, Iren, Briten. Manche sehen darin einen Ausverkauf und beschuldigen die Regierungspartei unlauterer Machenschaften. Ich muss gestehen, unabhängig davon, wie Herr Djukanovic auf jemanden anderen wirkt, sein Ziel war immer klar: persönliche Bereicherung. Sein Ziel war nicht ein unabhängiges Montenegro. Das ist nur ein Nebenprodukt von. Das ist eine echte montenegrinische Kappe. Mein Vater trug sie 80 Jahre lang und auch mein Großvater und Urgroßvater. Und ich jetzt. Wenn ich sterbe, möchte ich die aufhaben. Und nicht die von Milo Djukanovic und seiner Gruppe aus Podgorica. Für diese Kappe haben wir gekämpft. Sowohl die Serben als auch die Montenegriner. Nach dem Motto, nur die Eintracht rettet die Serben. Wir sind alle in gewisser Weise Orthodoxe. Gleichzeitig fühle ich mich als Serbe, aber es kann mir auch keiner nehmen, dass ich ein Montenegriner bin. Kälte, meterhoher Schnee und schlechte Straßen isolieren die Dörfer im Norden von der Außenwelt. So auch das Dorf Mala Crna Gora, Klein Montenegro, wo Obrad Mumin mit Frau, Sohn und Schwester lebt. Einst gab es hier 70 Einwohner und jetzt um die 20, höchstens 25. Mehr überwintern hier nicht. Alles Großväter und Großmütter und adieu, auf Wiedersehen, niemand mehr da, keine lebende Seele. Der kurze Sommer dient den Vorbereitungen für den harten Winter, der hier 6 Monate dauert. Einige Tiere werden geschlachtet, das Fleisch geräuchert und gepökelt, das selbstgezogene Gemüse eingelagert.
Im Sommer ist es schön, im Winter eiskalt und gefährlich. Hart ist der Winter. Es fällt viel, viel Schnee. Wir, also Montenegro, hat angeblich Dubrovnik nicht angegriffen, um es zu erobern, sondern um den Frieden zu erkämpfen. Wir zeigten dort unsere Bereitschaft zu plündern, sinnlos zu zerstören, Zivilisten zu töten. Da beginnt die Geschichte, die uns dazu zwingt, unsere Vergangenheit in einem ganz anderen Licht zu sehen. Montenegros Verbündeter von Milosevic war der damals 29-jährige Milo Djukanovic. Aus unseren Schulbüchern haben wir gelernt, wie mühsam unsere Vorfahren kämpfen mussten, um eine Gemeinschaft der südslawischen Völker zu schaffen. Die Auflösung Jugoslawiens hat mich daher sehr hart getroffen. '91 standen der junge Premierminister Djukanovic und der Machthaber in Belgrad, Milosevic, noch Seite an Seite. Später wurden sie Todfeinde. Man könnte sagen, dass wir einige Jahre lang versucht haben, gut zusammenzuarbeiten. Die Rhetorik von Milosevic hat auf jeden Fall, zumindest am Anfang, Hoffnungen erweckt. Sie klang entschlossen, Jugoslawien aus der viel zu lange anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Krise herauszureißen. Politische und ökonomische jugoslawische Krise. Podgorica, die Hauptstadt des Landes, eines der kleinsten Europas, gibt sich heute selbstbewusst und modern. Die Menschen in dem jungen Staat stehen vor der Aufgabe, ihre Identität neu zu definieren. Auf welche Traditionen sie sich dabei stützen wollen, gilt es noch herauszufinden. Wir müssen eine neue Identität aufbauen, die uns hilft, uns in der Welt des 21. Jahrhunderts in Europa zurechtzufinden. Wir sollten versuchen, unseren kleinen Platz wahrzunehmen. Denn wir brauchen keinen großen, wir sind klein und benötigen nicht viel. Das ist die ganze Weisheit. Das könnte ein Konzept unseres Erfolges sein. Stari Bar, der alte Teil der Hafenstadt Bar, die Nadeln oder auch die Spindel. Bei Gott, wir haben noch so eine mit Fußantrieb. Wir spinnen, wir stricken, Socken, Pullover. Früher wurde gewebt. Man ist 6 Monate abgeschnitten und kommt nicht nach Žabjak. Nur deswegen wollen wir eines Tages von hier weg. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, dann musst du hier sterben. Du kommst zu keinem Arzt. Die Abwanderung aus dem Norden wird kaum aufzuhalten sein. Die höheren Klassen der Schule im Dorf Njegovuja, die auch Radovan Bojovic besuchte, sollen demnächst geschlossen werden, weil die Schüleranzahl zu gering ist. Die Bewohner wehren sich. Es ist unmöglich für diese Kinder, dass sie in eine andere Schule gehen. Denn auch in die hier kommen sie nur mit großen Anstrengungen. Wegen der klimatischen Bedingungen dürfen die höheren Klassen dieser Schule nicht abgeschafft werden. Hier gibt es im Winter viel Schnee und Stürme. Wir werden darauf bestehen, dass die Kinder nicht in eine andere Schule geschickt werden. Die Auflassung der Schule wäre nicht nur wegen der Kinder schlimm. Es käme auch zu einer weiteren Abwanderung der sowieso schon geringen Bevölkerung aus dieser Gegend. Der wilde Norden. Er ist auch heute noch die ärmste Region Montenegros, trotz seiner Schönheit.
Aber auch hier ist Tourismus ein Hoffnungsträger. The wild beauty Montenegro. Anyway, you see, is, die wilde Schönheit Montenegros ist jedenfalls Realität. Denn durch Jahrhunderte gab es in diesem Gebiet viel Gewalt und Kriege. Das hat die Menschen stark gemacht für den Überlebenskampf unter diesen schlechten Bedingungen. Ich arbeite für den Tourismus und ich glaube, dass dadurch meine Seele weicher geworden ist. Mit ihrem Camp in den Bergen um Kolaschin setzen Miki Bulatovic und sein Vater auf Individualtourismus. Die meisten Menschen, die hierher kommen, lieben die Berge über alles. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie suchen etwas, das sie in ihrer eigenen Heimat nicht finden. Sie essen unsere traditionellen Speisen. Alles, was wir anbieten, wurde auf unserem Hof hergestellt. Daheim am Tara-Fluss und hier. Der kurze Sommer dient den Vorbereitungen für den harten Winter, der hier 6 Monate dauert. Einige Tiere werden geschlachtet, das Fleisch geräuchert und gepökelt, das selbstgezogene Gemüse eingelagert. Im Sommer ist es schön, im Winter eiskalt und gefährlich. Hart ist der Winter. Es fällt viel, viel Schnee. Wir versorgen uns mit allem. Wir bringen die Vorräte ins Haus, bringen alles in Ordnung. Das geht schon irgendwie, es geht. Aber wenn du nicht vorgesorgt hast, kein Futter für das Vieh und keine Lebensmittel, dann kannst du nicht leben. Als sie noch Kinder waren, verloren Obrad Mumin und seine Schwester die Eltern. Zum Beispiel das Fleisch hier, das ist vom Vorjahr. Wir haben es geräuchert und jetzt schneiden wir immer ein wenig ab und essen es. Und hier haben wir Kraut vorbereitet. Das ist schon eingesäuert. Bei Gott, das wird man bald essen können. Das sind alles unsere eigenen Erzeugnisse. An den Vater können wir uns nicht erinnern, an die Mutter ein wenig. Wir haben uns alleine um uns gekümmert. Und wenn du glaubst, dass uns etwas geblieben ist, täuschst du dich. Nur ein paar Hütten, auch keine Tiere. Und wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Eigentlich müsste die Arbeit ja geteilt werden. Aber bei uns wird wahrlich nichts geteilt. Ich mache sogar mehr Männerarbeiten als er. Und er macht keine Frauenarbeiten. Da hast du es. Wir stricken viel im Winter, weißt du? Im Sommer haben wir keine Zeit dazu. Im Winter schalten wir dann den Fernseher ein, nehmen die Nadeln oder auch die Spindel. Bei Gott, wir haben noch so eine mit Fußantrieb. Wir spinnen, wir stricken, Socken, Pullover. Früher wurde gewebt. Man ist 6 Monate abgeschnitten und kommt nicht nach Žabjak. Nur deswegen wollen wir eines Tages von hier weg. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, dann musst du hier sterben. Es ist sehr einfach und simpel. Empfange den Gast im Hotel, im Restaurant, am Strand, genauso wie du einen Freund daheim empfängst. Und alles wird in Ordnung sein. Seit der Unabhängigkeit ist die Zahl der Touristen auf über 1 Million Besucher im Jahr gestiegen. Montenegro zählt heute pro Kopf so viele ausländische Gäste wie Frankreich. Eine Herausforderung für das Land. Nicht mal immer lieb. I to još od
Wir hatten schon seit dem 14. Jahrhundert Selbstverwaltung, eine eigene Republik unter dem Patronat von Venedig. Sie hieß Pastrowska. Dann, nach dem Fall Venedigs, waren wir 100 Jahre unter dem Patronat der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ich habe mich für die Unabhängigkeit Montenegros entschieden, weil ich über mein Schicksal selbst entscheiden wollte. Das heißt, ich wollte das in meinem Staat tun. Branko ist einer der bedeutendsten Tourismusmanager der Region Budva. Dennoch findet er Zeit für seine Leidenschaft, das Fischen in der Bucht von Petrovac. Wie seine männlichen Vorfahren. Sie alle waren Fischer. Ich empfinde mich viel mehr als Familienvater, wenn ich eine Caschetta, eine Kiste mitbringe, also eine Kiste voller Fische, und sie auf den Tisch stelle. So sehe ich mich stärker als Familienerhalter, als wenn ich Geld mit nach Hause bringe. Ein Urlaubsdomizil für höchste Ansprüche, das ehemalige Fischerdorf Sveti Stefan bei Budva. Hier arbeitet Tijana Kotorac als Managerin. Keine Selbstverständlichkeit in Montenegros patriarchalisch geprägter Gesellschaft. Was das Verhältnis zu meinem Mann und meiner Familie, meiner Tochter betrifft, so ist auch bei mir der Kampf für die Emanzipation der Frau in der montenegrinischen Familie ständig ein Thema, auch wenn es nicht so aussehen mag und auch wenn ich wahrscheinlich emanzipiert wirke. Trotz Beeinflussung durch moderne Werte, mit denen sie in der Tourismusbranche ständig konfrontiert ist, hält Tijana wie fast alle Montenegrinerinnen an der traditionellen Slava-Feier fest, bei der der jeweilige Familienheilige im Kreis der Verwandtschaft geehrt wird. Mann zwischen Tradition und Moderne. Es ist sehr einfach und simpel. Empfange den Gast im Hotel, im Restaurant, am Strand, genauso wie du einen Freund daheim empfängst und alles wird in Ordnung sein. Seit der Unabhängigkeit ist die Zahl der Touristen auf über 1 Million Besucher im Jahr gestiegen. Montenegro zählt heute pro Kopf so viele ausländische Gäste wie Frankreich. Eine Herausforderung für das Land. Wir hatten schon seit dem 14. Jahrhundert Selbstverwaltung, eine eigene Republik unter dem Patronat von Venedig. Sie hieß Pastrowska. Dann, nach dem Fall Venedigs, waren wir 100 Jahre unter dem Patronat der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ich habe mich für die Unabhängigkeit Montenegros entschieden, weil ich über mein Schicksal selbst entscheiden wollte. Das heißt, ich wollte das in meinem Staat tun. Branko ist einer der bedeutendsten Tourismusmanager der Region Budva. Dennoch findet er Zeit für seine Leidenschaft, das Fischen in der Bucht von Petrovac. Wie seine männlichen Vorfahren, sie alle waren Fischer. Ich empfinde mich viel mehr als Familienvater, wenn ich eine Caschetta, eine Kiste mitbringe, also eine Kiste voller Fische, und sie auf den Tisch stelle. So sehe ich mich stärker als Familienerhalter, als wenn ich Geld mit nach Hause bringe. Ein Urlaubsdomizil für höchste Ansprüche, das ehemalige Fischerdorf Sveti Stefan bei Budva. Hier arbeitet Tijana Kotorac als Managerin. Keine Selbstverständlichkeit in Montenegros patriarchalisch geprägter Gesellschaft. Was das Verhältnis zu meinem Mann und meiner Familie, meiner Tochter betrifft,
So ist auch bei mir der Kampf für die Emanzipation der Frau in der montenegrinischen Familie ständig ein Thema, auch wenn es nicht so aussehen mag und auch wenn ich wahrscheinlich emanzipiert wirke. Trotz Beeinflussung durch moderne Werte, mit denen sie in der Tourismusbranche ständig konfrontiert ist, hält Tijana wie fast alle Montenegrinerinnen an der traditionellen Slava-Feier fest, bei der der jeweilige Familienheilige im Kreis der Verwandtschaft geehrt wird. Stadt hat das, was in der Geschichte das Zentrum Montenegros war. Eine alte Residenzstadt mit all den Attributen, die diesen Namen begleiten, Botschaften und andere Institutionen, die dazugehören. Vielleicht hätten sie ein Interview mit anderen Leuten machen sollen. War doch ein kompletter Fehler, uns auszusuchen. Das Durmitor-Gebirge im Norden Montenegros war während des Zweiten Weltkrieges ein heiß umkämpftes Gebiet. Zentrum der Partisanen. 2006 stimmten hier die meisten Menschen für den Verbleib im gemeinsamen Staat mit Serbien. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte praktisch keine Staatsgewalt die abgeschiedene Bergwelt Montenegros. Die Bevölkerung war in Clanstrukturen organisiert. Die Familie Bojovic gehörte zum Clan der Bojovici. Bis heute lebt ein Teil der Familie von einer kleinen Landwirtschaft und von der Jagd. Sohn Radovan besitzt ein Hotel im Nationalpark Durmitor. Er ist brav. Er ist der Beste meiner Kinder. Ich habe 7. 7. Für mich ist er der Beste und der Liebste. Was hattest du für ein Leben, Mama? Überhaupt keines. Schwarz und, oh mein Gott, traurig. Aber meine Kinder. Meine Kinder waren brav. Das ist das Einzige, was mich gerettet hat. Sie waren brav und lernten gut. Sie fragen dich, Mama, ob Papa dir treu war? Nein, bei Gott nicht. Er ging gerne zu den Frauen, zu den Mädchen, als er jünger war. Aber jetzt ist er krumm geworden. Veljko Bojovic, ältestes Familienmitglied, berühmt für seine Schießkünste, kämpfte im Zweiten Weltkrieg auf Seite der Partisanen. Die Jagd ist für mich etwas Großartiges. Siehst du, ich nehme auch jetzt mit 82 Jahren das Gewehr, gehe auf die Jagd und erlege Wölfe. Erst vor ein paar Tagen bin ich einem begegnet, aber er entkam mir. Vor 2 Jahren, oben auf der Wiese, da schoss plötzlich dieser Wolf hervor. Und ich verfolgte ihn so lange, bis ich ihn hatte. Er war 75 Kilo schwer. Auch wenn es nicht so aussehen mag und auch wenn ich wahrscheinlich emanzipiert wirke. Trotz Beeinflussung durch moderne Werte, mit denen sie in der Tourismusbranche ständig konfrontiert ist, hält Tijana wie fast alle Montenegrinerinnen an der traditionellen Slava-Feier fest, bei der der jeweilige Familienheilige im Kreis der Verwandtschaft geehrt wird. Die Familie ist ein Zufluchtsort. Sie ist immer da, wenn ich es schwer habe. Und wenn ich glücklich bin, dann kann ich es auch mit der Familie teilen. Obwohl ich sehr viele Freunde, gute Freunde um mich habe, bin ich mit niemandem so eng verbunden wie mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und ich hoffe, in Zukunft auch mit meiner Tochter. Das Schlagwort vom wilden Montenegro war nicht immer so unschuldig wie heute. 1991 wurde das kroatische Dubrovnik von montenegrinischen Einheiten der jugoslawischen Volksarmee beschossen.
2003 montierte Kocher Pavlovic Fernsehaufnahmen von damals zu einer filmischen Anklage. Seit 2 oder 3 Jahren zeige ich diesen Film hier in Montenegro, hauptsächlich in kleinem Rahmen an Schulen und so weiter. Die Reaktionen sind sehr verschieden. Diese jungen Menschen reagieren normalerweise überrascht und sogar mit Scham. Man merkt auch eine gewisse Aggressivität, die sich gegen die Ereignisse jener Zeit richtet. In gewisser Weise, ich möchte fast sagen, gegen dieses Erbe, das ihnen auferlegt wurde. Ich denke, dass es unsere Aufgabe und Pflicht ist, über diese geschichtlichen Vorgänge zu reden. Den Grund dafür kennen wir alle. Oft wurden uns die historischen Ereignisse nur in Bruchstücken präsentiert, ohne dass wir die Zusammenhänge verstehen. In Dubrovnik kämpfte die montenegrinische Führung an der Seite von Slobodan Milošević, dessen Familie aus Montenegro stammt. Von den Medien damals stark manipuliert, wollen die meisten Soldaten bis heute nicht über ihre Erfahrungen sprechen. Die Medien haben die Notwendigkeit eines Präventionskrieges gepredigt. Dabei entstand auch dieser Slogan Krieg für den Frieden. Wir, also hier haben sich Religionen, Kulturen, Traditionen und Völker so vermischt, dass niemand von uns nur eine Identität hat. Es gibt mehrere Identitätsschichten in jedem Menschen. Von der Nationalität her bezeichne ich mich als Bosniake, von der Religion als Moslem bzw. als Angehöriger des islamischen Glaubens. Allerdings kommt mir vor, dass diese religiöse Identität in mir viel stärker ist. Wahrscheinlich, weil das Religiöse am tiefsten im Menschen ruht. Touristen gilt Montenegro heute als Entdeckung. Vor allem die von der UNESCO geschützte Altstadt von Kotor ist Treffpunkt für Gäste aus aller Welt. Für die Bewohner Kotors, vor allem für jene aus alteingesessenen Familien, bedeutet das Leben inmitten der geschichtsträchtigen Mauern Teil ihres Selbstverständnisses als weltoffene städtische Bürger. Ich bin der Ansicht, dass es ein großes Privileg ist, in Kotor zu leben. Denn gerade dieses reiche Kulturerbe hier ist die Basis dafür, um Verbindungen mit anderen Kulturzentren zu erkennen. So können wir begreifen, dass ein Teil der eigenen Identität nicht nur in der Stadt begründet ist, in der man geboren wurde, sondern es immer eine Verbindung zu großen Kulturzentren gab. Das ist die Eintrittskarte für dieses Verständnis. Die Sozialistische Volkspartei, SNP, führte als größte pro-serbische Opposition im Land den Widerstand gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen an. Sie hielt dem wegen Kriegsverbrechen angeklagten Slobodan Milošević bis zu dessen Sturz im Oktober 2000 die Treue. Doch nach der Niederlage beim Unabhängigkeitsreferendum setzte unter der neuen Führung Srđan Milićs ein radikaler Prozess der Umorientierung ein, hin zu einer pro-europäischen Partei. Srđan Milić, seit 2006 Vorsitzender der SNP, fährt oft nach Vir Pazar, dem Ort seiner Kindheit. Ich empfinde mich viel mehr als Familienvater, wenn ich eine Kaschetta, eine Kiste mitbringe, also eine Kiste voller Fische, und sie auf den Tisch stelle.
So sehe ich mich stärker als Familienerhalter, als wenn ich Geld mit nach Hause bringe. Ein Urlaubsdomizil für höchste Ansprüche, das ehemalige Fischerdorf Sveti Stefan bei Budva. Hier arbeitet Tijana Kotorac als Managerin. Keine Selbstverständlichkeit in Montenegros patriarchalisch geprägter Gesellschaft. Was das Verhältnis zu meinem Mann und meiner Familie, meiner Tochter betrifft, so ist auch bei mir der Kampf für die Emanzipation der Frau in der montenegrinischen Familie ständig ein Thema, auch wenn es nicht so aussehen mag und auch wenn ich wahrscheinlich emanzipiert wirke. Trotz Beeinflussung durch moderne Werte, mit denen sie in der Tourismusbranche ständig konfrontiert ist, hält Tijana wie fast alle Montenegrinerinnen an der traditionellen Slava-Feier fest, bei der jeweilige Familienheilige im Kreis der Verwandtschaft geehrt wird. Die Familie ist ein Zufluchtsort. Sie ist immer da, wenn ich es schwer habe. Und wenn ich glücklich bin, dann kann ich es auch mit der Familie teilen. Obwohl ich sehr viele Freunde, gute Freunde um mich habe, bin ich mit niemandem so eng verbunden wie mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und ich hoffe, in Zukunft auch mit meiner Tochter. Das Schlagwort vom wilden Montenegro war nicht immer so unschuldig wie heute. 1991 wurde das kroatische Dubrovnik von montenegrinischen Einheiten der jugoslawischen Volksarmee beschossen. 2003 montierte Koča Pavlović Fernsehaufnahmen von damals zu einer filmischen Anklage. Seit 2 oder 3 Jahren zeige ich diesen Film hier in Montenegro. Hauptsächlich in kleinem Rahmen an Schulen und so weiter. Die Reaktionen sind sehr verschieden. Diese jungen Menschen reagieren normalerweise überrascht und sogar mit Scham. Man merkt auch eine gewisse Aggressivität, die sich gegen die Ereignisse jener Zeit richtet. In gewisser Weise